Hallo und willkommen zu Sound Insight. Bisher habe ich in den Videos zu Vienna Ensemble Pro gezeigt, wie ich mit virtuellen Instrumenten arbeite, bekam aber auch die Frage, was mit Audiosignalen ist. Das werde ich heute zeigen. Ich habe ein Klavier vorbereitet. Und dieses spielt ziemlich trocken. Jetzt möchte ich den Hall mit Vienna Ensemble Pro erzeugen. Ich habe eine leere Instanz und erzeuge den Tab Hall. Als nächstes füge ich die Inputs hinzu, 1 und 2. Und als Insert nehmen wir den Klassiker, ein Lexikon Hall. Jetzt möchte ich hier Vienna Ensemble Pro Audio Input auswählen und das Signal hier drauf routen. Jetzt können wir aber sehen, dass wir die Instanz Hall noch überhaupt nicht sehen können. Das liegt daran, dass wir einen kleinen Umweg gehen müssen. Wir müssen nämlich in den Rack-Instrumenten eine Verbindung herstellen. Und nein, wir brauchen keine MIDI-Spur, wir wollen ja nur Audiosignal verarbeiten. Verbinden das Ganze mit Hall. Und jetzt können wir auf diesen Insert gehen und hier Hall auswählen. Nun wird also das Signal über den Insert in Vienna Ensemble Pro reingeschickt, dort mit einem oder mehreren Plugins bearbeitet und schließlich auch wieder zurückgeschickt. Das Ganze läuft auch temposynchron. Wir nehmen jetzt einmal stattdessen ein Delay. Wo haben wir denn hier mal ein schönes, was temposynchron läuft? Da. Das Ganze mal etwas schneller. Der Vorteil ist, dass man zum Beispiel Plugins nutzen kann, die die eigene DAW nicht nutzt. Oder dass man zum Beispiel, wenn die eigene DAW nur 64-Bit nutzt, man auch 32-Bit-Plugins nutzen kann. Das war's, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.